So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2. Ich hoffe, meine Kopfhörer halten noch von Akku her mit. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir waren. Haben wir die Fracht schon abgeliefert? Ne, wir sind immer noch im Auftrag. Okay. Okay, okay. Bei mir ist die letzte Aufnahme schon eine Stunde her. Von daher. 119.000 Euro. Ha. Vorsichtig. Ach ja, hier war ja das mit dem. Stimmt ja, wo ich. Sehr geil. So. 700 Kilometer haben wir noch vor uns. Wir wärmen doch jetzt noch Stücke. Lol. Ist aber auch ein schönes Wetter, ey. Nice. Und ein schöner LKW. Auch sehr nice. Ach, ich wundere mich die ganze Zeit, warum das Schiff eigentlich so weit oben ist, aber stimmt, hier unten dieser Ding da, wie auch immer das heißt. Das ist ja deswegen so tief. Also so hoch, das Schiff. Ah. Da wäre ja wahrscheinlich der Auflieger besser, der in der Mitte so ein Loch hat, ne? Da gibt es ja auch diese ausfahrbaren Auflieger, die dann in der Mitte Löcher haben. Also da, wo das Ding halt auseinandergezogen wird. Und da könnte das Ding ja dann vielleicht sogar reinpassen. Wobei ich glaube, die Löcher sind zu, also zu kurz. Könnte also, ja, nicht passen. Aber wenn, könnte man das gleich mal als, ja, praktikable Gegebenheit benutzen. Wir haben immer noch unser Licht hier an. Licht aus. Licht aus. So. What yet ist im Level aufgestiegen. Okay. So, machen wir mal Tempomat hier rein. Schön freie Straße hier. Na, wobei, sollte man lieber nicht sagen, weil genau deswegen. Ach, Mann, ey. Sieht er denn nicht, dass ich gerade zum Überholen ansetze? Meine Konsistenzstreifen müssen noch so breit sein, dass er die sogar im Rückspiel sehen müsste. Oder dachte er, es ist eine Nebelfront? So, dann fahren wir lieber ein bisschen vom Gas runter. Dürfte zwar kein Problem sein, aber sicher, sicher. Wobei hier sogar richtige Neigekurven drin sind, ne? Lol. Ja, wobei man sieht ja, wie schräg mein Fähnchen hängt. So schräg müsste die Straße eigentlich sein, damit die Neigung für uns den erwünschten Effekt hat, dass wir die Neigung nicht spüren. Wir fahren ein bisschen schnell. So, wie sieht's da vorne aus? Da sieht's frei aus. Okay, sehr gut. Ach, dieser blaue hier, ey. Ich dachte gerade schon kurz, wir streifen den blauen, also schieben den weg. Oh, da vorne kommt auch wieder, oder? Sieht es nur so aus. Vom Weiten weg sehen die Kurven immer so eng aus. Diese Perspektive im Navigator ist schon echt. Aber wobei ein bisschen vom Gas sollten wir hier schon gehen. Sind doch schon relativ enge Kurven für 140. Geradeaus weiter, okay.
Hier stockert es aber wieder ganz schön, ne? Eieiei. Naja, klar, ist ja Spanien, ne? Spanien war sowieso immer das Gebiet, was ein bisschen mehr gestockert hat. Als alle anderen. So viel Betrieb hier, ey. Vor allen Dingen bei hier bei den Autobahnen, dass die immer diese grünen Dinger da rumstehen, dass sie sich einfach den Bahnstreifen freihalten können. Diese Map-Designer. Oder ist ja auch ein echtes Vorbild. Also wohl eher die Stadtdesigner oder Autobahndesigner. Oder Designer-Designer. Diese Designer-Handtaschen. Die stecke ich alle in die Tasche. Da, diese grünen Dinger, da meinte ich. Route neu berechnen. Was? Stimmt, die wollte irgendwas mit rechts halten, ne? Ja. Mal gucken, wo wir wenden können. Da verfährt man sich einmal und schon geht die einem wieder auf den Sack. Bitte links, bitte rechts, bitte geradeaus. Bitte rechts halten. So. Und einmal die Karte zurück. War ja zum Glück kein so großer Umweg. Bitte links halten. Und schon sind wir wieder auf der Originalstrecke. Und keiner hat was gemerkt. Zumindest keiner, der die letzten 5 Minuten total auf Drogen war. Alter. Spanien ist so eine Stockerparty. Das ist ja hier schon fast die Ausschau. Das Witzige ist, jetzt sieht es sogar in OBS besser aus als im echten. Gut, dafür ich jetzt mit OBS. Easy. Nimm die Ausfahrt rechts. Das Schöne ist ja, dadurch, dass ich mit Software aufnehme, also auf dem gleichen Rechner, wie ich auch spiele, habe ich zwischen meinem Spiel und OBS kaum Verzögerung. Ne, wenn du jetzt mit einem Spielerechner und einem Streamingrechner arbeitest, also zwei getrennten Paaren, mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Musik laufen, lol. Dann hast du immer das Problem, dass du diese ganze Capturing-Schleife, also Ausgabe über die Grafikkarte, Eingabe in das Capture-Device, Verarbeitung durch das Capture-Device, Encodierung im Capture-Device,
übermitteln an den Rechner, Dekodierung von OBS, ne, diese ganze Schleife, dadurch, dass die halt einen Lag hinzufügt, den ich jetzt hier nicht habe, kann man so tatsächlich sogar komplett mit OBS spielen. Ich meine, ihr seht es ja in der Kamera, so die Unterschiede, und es ist wirklich 1 zu 1 genau das gleiche. Da ist kein spürbarer Delay zwischen. Ist schon ganz cool. Ich spiele lieber mit dem großen Bild. Außerdem geht es gerade wieder. Ist nur in Spanien, sobald der in Spanien in... Ich wollte nicht hupen, ich wollte auf die Map. Da. Sobald du halt in Spanien in eins von diesen Städten bist, ne? Da ist es immer super schlimm. Aber das ist halt in ganz Spanien so. Also und hier hinten, was auch immer das hier für ein Drecksdorf ist. Aber halt, sobald du halt hier in dem, auf dieser großen Insel bist, hast du halt nur noch in Städten Lags. Obwohl es halt so schön aussieht auf der anderen Seite, ne? Aber es soll halt nicht sein. Und ich meine, dass es mit modernen Mitteln auch schockerfrei geht, beweisen ja Montana und Texas. Ne? Die DLCs von American Truck Simulator sind ja auch neu und sehr detailreich. Und trotzdem stockert es nicht. Also nicht so wie hier Spanien. Also irgendwas... Ups, jetzt habe ich die Mutter abgeschalten. Lol. Also irgendwas müssen die hier gemacht haben, was nicht gut ist. Aber halt irgendwas, was halt das gesamte Spanien-DLC betrifft. Weil selbst jetzt hier, wo du auf der Autobahn bist, wo nichts in der Nähe ist, außer da hinten ein paar Häuser, selbst hier spürst du schon, wie es wieder anfängt zu stockern. Also, ich weiß ja nicht. Das nicht gut. So, Speedomat rein. Oder Tempomat. Der Cruise Control. Controller, Cruise Control, grüß dir noch. Oh, noch 400 Kilometer schaffen wir locker in der Folge. Ah. Außer ich halt noch ein paar Mal den Motor ab oder verfahre mich noch dreimal, dann könnte es knapp werden. So, ist da vorne frei? Ja. Ist ein bisschen frei genug. Alter, wie das hier... Vor allem das ist ja nicht nur eine konstante, niedrige Framerate, dass man sagen kann, okay, ich habe einfach nur so 10 Bilder pro Sekunde oder so. Was ist denn da vorne los? Sondern das sind ja so eine, wie sagt man, also 3 Bilder lang hast du 60 FPS und dann hast du aber weiß nicht, 50 Millisekunden lang einfach einen toten Punkt. Also irgendwelche Objekte müssen hier immer nachgeladen werden. Ich hatte das schon mal erklärt gehabt, wie das mit diesem asynchronen Nachladen von Objekten und so funktioniert. Und das scheint hier in Spanien, ich wollte gerade Spandau sagen, in Spanien so schlecht, dass es halt wirklich hier merklich überall ist. Naja. Noch ein Grund mehr, warum ich persönlich lieber ATS spiele. Das läuft flüssiger. Leider auch nur flüssiger und nicht flüssig, aber immerhin flüssiger. Wobei muss ich da jetzt auch gendern, fällt mir gerade mal so ein, auf. Man muss jetzt überall flüssiger innen. Ne, kennt man ja bei Mechaniker. Klemmt-Gär und Autofahr-Gär. Oder so ähnlich. So. Hätten wir es auch geklärt. Guck mal, hier hinten ist so ein schöner Beweis. Oder so eine schöne Stelle. Wo man es ganz gut sieht. Da waren wir mal. Wir sind also hier schon mal lang gefahren, scheinbar. Wobei. Nee, okay. Ich nehme alles zurück. Hat ja andere Gründe. Ich wollte gerade sagen, dass hier so eine Stelle war, wo wir die Strecke schon mal lang gefahren sind. Aber sich hier halt so viel geändert hat, dass die Strecke insgesamt als ungültig erklärt wurde und nur noch das hier als
da bist du schon mal lang gefahren, erkannt wird. Aber ich schätze mal, hier sind wir einfach in dem Tunnel einmal zu weit nach links gekommen. Und dadurch hat er gedacht, dass wir auf der Spur sind oder so. Whatever. Oder die beiden Spuren sind an der Stelle so nah zusammen, dass er sowieso immer denkt. Kann ja auch sein. Ach ja, jetzt. Ach, das Ding ist hier. Okay, gut. Oder so. Och, ernsthaft jetzt? Junge, guck mal in den Rückspiegel, da fährst du ihn. Kann ich hier schlecht einsehen. Ich brauche lieber ein bisschen. Die Kurve ist ein bisschen sehr unübersichtlich. Auch wenn ich das gerade feiere mit dieser Parallelstraße da nebenan. Die hätte ich mal gerne genommen. Sieht sehr interessant aus. Erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an dieses Texas DLC von ATS. Wo ja auch sehr viel mit so einem Straßen ist, wo dann du die eigentliche Autobahn hast und links und rechts noch so eine, ja keine Ahnung, Umgehungsstraße oder Parallelstraße. Also quasi halt normale Straßen, die die Autobahn umrunden. Ich traue mich gerade nicht, das Fahrzeug hier zu überholen, weil er garantiert gleich nach rechts ausschert, wetten. Von daher, lieber so, ich auf der sicheren Seite. Bailin. Da ist ja noch so ein Strich über ein E. Wir sind in der bayerischen Version von Berlin, auch Bailin genannt. Oder Bailin. Schöne Sträucher hier zwischen den beiden Spuren, ne? Gerade eben. Das wohl Bärensträucher waren? Na, fahr doch mal. Man kann sich aber auch anstellen hier als Autofahrer. Hier auch schon wieder links diese ganzen. Wobei, die sind Blüten, sind keine Bären. Wobei ich jetzt absolut keine Ahnung von Botanik habe. Vielleicht gibt es auch Bären, die so aussehen. I don't know. So, bald müssen wir wieder pennen gehen, wobei wir brauchen eh nur noch 2 Stunden. Könnten wir also sogar schaffen. Wie es auch geplant war, ne? Mann ey, da ist schon wieder ein Schild. Kannst du schon wieder nichts machen hier. Außer heulen. Zieh halt nach rechts, Junge. Warum sind die LKWs eigentlich ganz links? Was ist mit denen los? Dieses Gestocker hier. Ich glaube, dieser Spanienaufhalt hat für die nächsten 30 Jahre wieder gereicht.
Ich glaube, ich war auch nur deswegen hier, weil ich es vorhin vergessen habe, dass es hier so stockert. Oder verdrängt habe. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Alter. Vor allem, es liegt halt auch nicht mal an Wine. Weil die Steam-Version hat die gleichen Probleme. Gut, bei der Steam-Version war ich jetzt noch nicht in Spanien, weil da mit den Steam-Versionen habe ich jetzt noch nicht so sehr ETS gespielt, sondern eigentlich nur ATS und auch das bloß ein bisschen. Aber ATS stockert halt genauso wie, also die Steam-Version von ATS stockert halt genauso wie die Wine-Version von ATS. Also die Windows-Version, die ich über Wine spiele. So. Das war ja eine der Sachen, die ich mir erhofft hatte, wenn ich mir die Steam-Version wenn ich die Steam-Version spiele, dass das dann halt dadurch ein bisschen besser wird. Aber hat leider nichts gebracht. So, da vorne geht's ja schon runter. Wow. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Hier ist eine Tankstelle. Was für eine Ausfahrt. Und da ist eine Pfeil. Achso, links. Ich schon wieder. Ich war gerade rechts. Also ich war eigentlich schon links, ist schon richtig, aber weil ja, wenn du eine Autobahn hast und du von euch aus gesehen jetzt nach links abgeht, dann kannst du ja nicht über die andere Spur drüber fahren. Und deswegen geht es ja normalerweise erst, wenn du nach links möchtest, also ist das gerade für mich komplett falsch. Geht es ja, wenn du nach links möchtest, geht es erstmal rechts runter und dann über eine Brücke nach links zu kommen. Und deswegen habe ich gerade rechts geguckt. Aber eben, da war bloß die Tankstelle. Aber es geht natürlich nicht, wenn die Hauptstraße, also wenn die eigentliche Autobahn an sich nicht nach links abbiegt. So wie hier halt. So, müssen wir langsam wieder nach rechts. Ist da frei? Da ist frei. Achso, hier geht sowieso wieder rein. Okay. So, dann wieder einmal Schleife fahren, ja? Ist ja interessant. Oh, ich habe gerade schon ein Ziel gesehen. Da ist es. Nice. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Ich glaube, sobald wir da sind, mache ich schnell, Dingsabumster hier, Schnellreise raus aus Spanien. Rechts ab. Das schockert mir einfach so sehr, sorry. Das ist einfach, nee. Das ist nicht gut. Rechts halten. Und dann rechts ab. Nein, warum jetzt rot? Mann, so schnell kann man gar nicht bremsen. Alle war doch grün, habe ich genau gesehen. Gefühlt 10 Bilder pro Sekunde gerade. Alter. Dann Ausfahrt rechts nehmen.
Ausfahrt rechts. Oh, hier ist das blau. Okay. Haben die Farben irgendwas zu bedeuten? Immer geradeaus. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. Das stockert echt so schlimm, dass du in den Kurven sogar langsamer oder schneller wirst und nicht mehr einschätzen kannst, wie schnell du eigentlich fährst. Eieiei. Ja, das ist schon echt heftig. So. Wird jetzt ein schön viel. Ja, geil. Ganzes Level bekommen. Was machen wir? Oh, just in time. Ja, let's go. So, schöne Reise. Ab raus auf Spanien. Das ist ja kein. Ach, Portugal war hier. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen als Schnellreise. Ganz ehrlich. Da wohin. 5000. Ja, moin. Mal gucken, was das da oben erwartet. Außer Kälte. Und Krieg aktuell. So. Können wir jetzt eigentlich auch gleich pennen? Nee, ne? Das sieht gut aus. War eine Straße. Mein Blick ist noch an. Weißt du was? Danke. Jetzt ist natürlich so. Ach komm, scheiße. Fuck off. Ach komm. Nee. Nee, blöd. Es ist direkt wieder Nacht. Wir hatten gerade erst eine Nachttour. Dann halte Regen. So, aber mal schnell mal irgendwie mein Rundumlicht hier abschalten. So. Okay. Ich will mal kurz gucken, wo sind wir hier überhaupt? Wir sind hier am Arsch der Welt. Weil hier unten ist ja auch ein Arsch der Welt, ne? Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir uns lieber hier oben ein bisschen austoben, weil hier oben waren wir ja schon ein paar Mal hier hinten in dem Bereich. Oder ob wir uns nicht doch lieber hier unten austoben. Weißt du was? Leck mich am Arsch. Ich gehe erstmal zu meiner Werkstatt. Wo ist meine Werkstatt? Stimmt, eigentlich können wir aktuell unsere Werkstatt. Stimmt, wir können ja eben. Erstmal hier. Erstmal das Wichtige im Leben. Also erstmal gehen wir zur Werkstatt. Müsste die hier sein, ne? Ja. Schnellreise. Schon wieder 3000 Euro. Es schmerzt so. Selbst hier regnet es. Was ist das für ein Bild? Es macht mich deprimiert. So, jetzt. Garage. Aufliegermanager. Container. So, wir haben jetzt ja nur einen einzigen Auflieger, ne? Lol. Jetzt nutzen. Ja. Dankeschön. So, und jetzt aber, bevor wir irgendwas weitermachen, würde ich gerne. Ah, guckt euch diesen LKW an. Weißt du was? Direkt, weil er hier gerade so schön steht, mit einem Regen, speichern. Mal richtig speichern wieder. Ungefähr so hier. Beziehungsweise erstmal hier mit der Bankgeschäften banken. Guck mal, wie viel Geld wir übrig haben. Wir können richtig einkaufen jetzt. Nice. So, ich würde aber gerne erstmal. Oh, reicht nicht. Schade. Na gut, dann halt so.
So, jetzt nochmal speichern. Damit das ein sauberer Speicherpunkt ist. So, okay. So, jetzt. Bank. Alles. Ich will alles. So. So viel mal dazu. Na? Und jetzt machen wir nämlich erstmal Garagenmanager. Oh komm, okay, machen wir nächste Folge. Ich setze schon 30. So, okidoki, da würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Sehen wir uns.